Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Anna von Deutsch at Easy und helfe dir beim Sprachenlernen. Im heutigen Video geht es um Redewendungen. Nicht einfach um Redewendungen, sondern um die Redewendungen zum Thema Geld. Wenn es dich interessiert, bleib dabei. Deutsch at Easy mit Anna Kreib. Hier geht es um das Wichtigste beim Sprachenlernen: Motivation, Integration und Durchhaltevermögen. Ich habe das Thema ausgesucht, weil ich das unglaublich wichtig finde, über komplexe Dinge einfach sprechen zu können. Und das Thema Geld ist kompliziert genug und hat viele Facetten. Und ich würde sagen, vom Trinkgeld in einem Restaurant angefangen bis zum Wohlstand und finanzielle Verantwortung einer Volkswirtschaft. Aber um Himmels Willen, das würde den Rahmen eines solchen YouTube-Videos sprengen. Deshalb, ja, beschäftigen wir uns heute mit den Redewendungen. Aber was ich damit sagen möchte, eigentlich ist das sehr wichtig, dass du das Gespräch, wo das Thema vielleicht ein bisschen steif sein könnte, auflockern kannst. Und das gelingt dir definitiv besser mit diesen Redewendungen. Wenn du etwas zum Schreiben hast, würde ich sagen, los geht's. Die erste Redewendung: Sie ist arm wie eine Kirchenmaus. Sie ist arm wie eine Kirchenmaus. Und selbst dieser Vergleich lockert deine Aussage schon mal auf. Du brauchst nichts zu sagen, sie lebt unter der Armutsgrenze oder sie befindet sich gerade in einer schwierigen finanziellen Lage. Sie ist arm wie eine Kirchenmaus. Das habe ich für einen Apfel und ein Ei gekauft. Das habe ich für einen Apfel und ein Ei gekauft. Das bedeutet, dass ich etwas zu einem sehr günstigen Preis, zu einem Schnäppchenpreis erworben habe. Etwas, was sehr wenig Geld gekostet hat. Kann ich bitte fragen, was dein Buch gekostet hat? Das habe ich für einen Apfel und ein Ei gekauft, und zwar auf dem Flohmarkt. Das Buch hat nur 2 Euro gekostet. Die nächste Wendung ist: Er lebt auf großem Fuß. Er lebt auf großem Fuß. Das bedeutet, dass jemand einen luxuriösen oder sogar verschwenderischen Lebensstil führt und gar nicht darauf achtet, wie viel Geld er ausgibt. Er lebt auf großem Fuß. Er gibt sehr viel Geld aus. Ich finde, du wirfst das Geld zum Fenster raus. Diese Wendung bedeutet, das Geld sinnlos ausgeben, vor allem für die Sachen, die vielleicht keinen wirklichen Nutzen haben. Sag mal, hast du dir schon wieder ein paar Schuhe gekauft? Du hast doch in deinem Schuhschrank 10 Paare stehen und trägst kein einziges davon. Also ich bin der Meinung, du wirfst das Geld zum Fenster raus. Du wirfst das Geld zum Fenster raus. Momentan schaffe ich das nicht, etwas auf die hohe Kante zu legen. Momentan schaffe ich das nicht, etwas auf die hohe Kante zu legen. Heißt übersetzt, ich fühle mich momentan nicht imstande, das Geld zu sparen, weil ich einfach zu wenig davon habe. Als ich noch ganz klein war, hat mein Papa mir immer gesagt, du solltest mindestens 20% von allen deinen Einnahmen auf die hohe Kante legen, dann bist du im Leben gut aufgestellt. Mich würde natürlich interessieren, wie du das normalerweise machst und wie hoch dein Prozentsatz ist. Und ja, ich glaube, das macht jeder auf seine Art und Weise. Aber vielleicht kannst du mir verraten, wie es bei dir funktioniert, etwas auf die hohe Kante zu legen. Schreib das bitte unten in die Kommentare und wir gehen weiter. Wir sitzen auf dem Trockenen. Wir sitzen auf dem Trockenen. Das bedeutet, dass jemand kein Geld hat. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen finanziellen Lage, in einer finanziellen Notlage und haben keine finanziellen Mittel. Wir sitzen auf dem Trockenen. Er verdient sich mit seinen Immobiliengeschäften eine goldene Nase. Er verdient sich mit seinen Immobiliengeschäften eine goldene Nase. Das bedeutet, er verdient sehr, sehr viel. Das Geschäft läuft super und er hat hohen Gewinn. Du kannst auch sagen, er verdient sich dumm und dämlich. Er verdient sich dumm und dämlich. Das würde das Gleiche bedeuten. Er verdient sehr, sehr viel Geld damit, was er beruflich macht. Ich kann mir das Geld nicht aus den Rippen schneiden. Ich kann mir das Geld nicht aus den Rippen schneiden. Das bedeutet, ich habe kein Geld,
Ich habe keine finanziellen Mittel und ich weiß momentan nicht, wo ich das Geld hernehmen soll. Wolltest du dir nicht eine kleine Wohnung kaufen? Doch, das schon, aber ich brauche definitiv einen Kredit. Ich kann mir das Geld nicht aus den Rippen schneiden. Die nächste Wendung ist ziemlich außergewöhnlich und wird in einem Zusammenhang mit Cafés oder Restaurants benutzt, eigentlich überall, wo es eine Rechnung gibt. Und zwar die Zeche prellen. Kann es sein, dass dieses Pärchen da drüben gerade die Zeche geprellt hat? Das bedeutet, gehen ohne zu bezahlen. Sie verließen das Restaurant, ohne für die Rechnung zu bezahlen. Und das passiert schon mal. Ich finde das immer dreist, Kosten auf diese Art und Weise versuchen zu umgehen. Und ist mir auch schon mal passiert, dass jemand gegangen ist, ohne zu bezahlen, als ich noch Studentin war oder kurz davor. Also ich glaube, das war so, dass ich dann mit meinem Studium beginnen wollte und musste ein paar Monate warten. Und in diesem Zeitraum habe ich ein bisschen gekellnert. Und bedauerlicherweise befand sich dieses Restaurant auf einer sehr touristischen Straße. Das heißt, wir hatten nicht nur Stammgäste, also Gäste, die immer kommen, sondern auch Laufkundschaft, nennt man das in Deutschland. Also die Leute, die einfach von der Straße kommen. Ja, und ein Mann hat tatsächlich die Zeche geprellt, indem er aufgestanden ist und einfach wegging. Ja, damals war ich noch sehr naiv und dachte, wie kann man es nur? Und heutzutage denke ich mir, ja, es gibt halt die Leute, die eine vollkommen verkehrte Vorstellung haben. Ich habe noch die letzte Wendung für dich, und zwar tief in die Tasche greifen. Was bedeutet es? Was bedeutet es für dich, wenn ich dir zum Beispiel sage, für unsere neue Couch mussten wir tief in die Tasche greifen. Was bedeutet das für dich? Wie verstehst du das? Schreib es bitte unten in die Kommentare, würde mich interessieren, ob es angekommen ist. Ansonsten like und kommentiere dieses Video, damit es weiterhin den anderen Deutschlernern angezeigt wird. Und aktiviere unbedingt die Glocke, um nichts zu verpassen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.